gibt die verschiedensten Trainer auf der Welt. Du scheinst ein sehr begabter Pokémon-Trainer zu sein. Geh in die Pokémon-Arena von Azura City und teste dort dein Können. Nun erhält TM34, das war Blitz. Eine TM enthält Attacken, die Pokémon erlernen können. Man kann eine TM nur ein einziges Mal verwenden. Wähle sorgfältig jenes Pokémon, aus dem du eine TM geben möchtest. TM34 ist Geduld. Dein Pokémon absorbiert die gegnerischen Attacken und kontert mit doppelter Kraft. Ah, deswegen haben wir auch so die Hucke voll gekriegt. Jetzt möchte er nicht mehr mit uns reden, er dreht sich weg. Nice! Ja, super! Okay, wir haben... Haben wir ein VM bekommen? Ist das jetzt hier drin? Och Gott. Wie war das denn jetzt mit Blitz? Oh Mann, ich weiß nicht, wie das hier funktioniert. Bei Blitz möchte ich ganz gerne Dennis beibringen. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Weil Blitz ist ja eigentlich eine VM. Und hier ist es nur die TM. Was können wir hier eigentlich? Nee. Ich dachte gerade, weil in der zweiten Generation konnte man den Rahmen von dem Text einstellen. Rahmen. Hm. So. Wo ist denn Dingens City? Ist das da, wo wir vorher waren, wo keiner in der Arena war? Weil dann machen wir da direkt die ganzen Leute auch noch fertig. Vor allem, weil da war ja auch, glaube ich, relativ viel Wasser irgendwie. Und es kann ja sein, dass dann, wenn Misty die zweite Arena-Leiterin ist, dass wir den dann auch noch nass machen können. Nein! Ich muss mit B drücken! So. Ja, das sieht nach... Ich dachte gerade, da wäre irgendwie ein Totenkopf oder ein Ei oder sowas, aber es ist der Orden. Das sieht sehr nach Misty aus. Ach genau, ich wollte auf die Karte gucken. Alabastia? Ah, Vertania City war das, okay. Dann ist das da, rechts, bestimmt Azuria City. Vertania City ist dann wahrscheinlich, schätze ich mal, die letzte Arena, damit wir dann von da aus direkt zu den Top 4 gehen können, oder wie die heißen. Okay. Ich fange mir jetzt einfach hier unten noch einen Ratzfatz, wenn wir eins kriegen. Weil das lässt mich sonst nicht los. Ein Taubsi. Level. Ich könnte jetzt gleich eigentlich auch mal ein bisschen umtauschen. Die Pokémon wieder, weil Alex ist jetzt der Stärkste. Und das gefällt mir nicht. Also es gefällt mir schon, dass Alex der Stärkste ist, nur es gefällt mir nicht, dass der ganz oben ist. So, Dennis, dann Smetpo. So. Ja. Und ich werde Smetpo wahrscheinlich umbenennen. Level 5 Taubsi. Ich frage mich, warum die so kacke aussehen, wenn die von hinten, wenn man die von hinten sieht. Oder Nidoran weiblich, würde ich jetzt auch fangen. Einfach nur, dass ich's hab. Und jetzt kommt. Mein Bildschirm hat sich wieder umgestellt. Moment. Nein, nicht du. Manu. Das macht er halt einfach mal. Weil der gibt, glaube ich, langsam den Geist auf. Oh, Leute. So. Das Problem ist, ich habe zwei Samsung-TVs. Und die reagieren beide auf die gleiche Fernbedienung. So. Ein wildes Taubsi, Level 5. Los, Madbo. Könnt auch mit Konfusion angreifen, weil das, glaube ich, besser ist. Aber nö.
Das Gute ist, dass ich jetzt schon mal weiß, wo hier die Select-Taste ist auf dem Pad. Vielleicht kriegen wir Smedbo auch noch auf Level 12, so auf die Weise. Da ist es doch, das Radfratz. So. Wie töte ich das denn jetzt nicht direkt? Mach mal Tackle. Da! Ich hab's getötet. Das gibt's auch bestimmt noch irgendwo anders, das Radfratz, aber trotzdem. Da ist noch eins. Ich schmeiß jetzt einfach einen Pokéball direkt drauf. Item. Vielleicht funktioniert's ja. Yay! Ich habe einen Ratzfratz gefangen. Aber einfach nur, weil ich es halt für die Sammlung haben möchte. Neuer Eintrag im Pokédex. Ratzfratz, Ratte. Größe 30 cm, Gewicht 3,5 kg. Dieses Pokémon nagt alles und jeden an. Es lebt in großen Rudeln von bis zu 40 Pokémon. Wow. Das sind viele. Okay, jetzt hoffe ich noch, dass Nidoran weiblich kommt. Und dann bin ich hier fertig. Yes! Kloppe ich jetzt auch einfach einen Pokéball drauf und hoffe das Beste. Ah! Okay, ich greife schon mal mit Tackle an. Ich glaube, das müsste es abkönnen. Ja. Und das Telefon klingelt. Ich greife es nochmal mit Tackle an. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben! Nidoran weiblich, bitte, 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 ein Topsy. Ah, Konfusion, dann ist direkt hinüber, glaube ich. Hoffentlich. Ja. So, ich versuch's jetzt noch zwei, drei Mal. Und wenn dann hier kein Nidoran auftaucht, dann gehe ich mal Richtung Azuria City. Oder wie das Kaff heißt. Aber ich gehe vorher nochmal ins Pokécenter. Auch wenn das ich das eigentlich nicht bräuchte, glaube ich. Aber ja. Ich meine, warum kommt denn immer so Ratz-Kacke? So. Letzter Versuch. Ein männliches. Ach Gott. Na gut. Müsstet euch mal vorstellen, wie das jetzt da aussehen muss mit ganz vielen toten Pokémon, die da rumliegen. Okay. Dann ab ins Pokémon Center. Und dann dürften wir eigentlich dann nach rechts weitergehen, da wo dieser Spacken stand. Ich schmeiß das Ratfratz direkt hier auf den PC. Gast-PC. Pokémon-Lagerungssystem. Pokémon ablegen. Das Ratfratz bitte. Weil wenn ich nämlich ein geiles Pokémon finde, dann habe ich direkt Platz, das mitzunehmen. So. Soll ich mal ein Pokéball? Ja, ich glaube, ich kaufe mir noch ein paar Pokébälle, weil ich habe jetzt nur noch drei, glaube ich. Und ich würde mir dann ganz schön in den Hintern beißen, wenn ich dann keine Pokébälle mehr hätte. Kaufen wir vier. So.
Ah, der ist jetzt auch weg, der hier stand. Oh, grün. Und da ist ein Trainer. So, wer bist du denn? Was starrst du mich so an? Ja, kommt drauf an, wie du aussiehst. Komisch. Göre möchte kämpfen. Göre setzt Taubsi ein. Level 9. Ich habe ein Smetbo. Meins ist viel schöner. mal hier Konfusion. Confusion. Müsste jetzt eigentlich tot sein, ja. Aber jetzt kriege ich ja nochmal richtig Geld, wenn ich hier gegen die ganzen Leute... Nochmal Taubsi. Wenn ich gegen die ganzen Typis hier kämpfe. Nicht! Warum ging das daneben? Krieg das hin. So. 105. Yay, Level 12. Lernst du noch irgendwas? Nee. Du bist gefährlich. 135. So. Was bist du für einer? Ich bekämpfe die jetzt ja alle. Das gibt ja gut Erfahrungspunkte und Cash. Hey, ich kenne dich aus dem Tania-Wald. Okay. Sind sie sich da sicher? Käfersammler möchte kämpfen. Hat 3 Pokémon und setzt ein Raupier ein. Level 10. Aber wir haben jetzt ein tolles Metbo Level 12. Konfusion, komm. Ja, das war ganz gut. Ach Mann, warum hier? Na, hast du Sand in den Augen oder was? Ach. Aber noch ein Tackle müsste eigentlich reichen, ne? Ja. Hornliu. Möchtest du das Pokémon wechseln? Ja, ganz gerne, ja. Mach mal Lars. Oh, das sieht süß aus. Nur Ruckzuckhieb. Ich weiß nicht, was mehr abzieht. Aber was für eine... Fällt mir gerade eine Attacke, die ich in Gold geliebt habe, war Cascade. Die war richtig gut. Die hat richtig viel... Das war mir so klar. Hier richtig viel abgezogen. Hat zwar voll lange gedauert, bis sie ausgeführt wurde. Noch ein Raupi. Nö. Ich hoffe mal, dass das Gift nicht so viel abzieht. Volltreffer. Das Gift schadet Lars. Wie viel? 2, 3? 2 war das, glaube ich. Dann kann ich mich nachher immer noch heilen. Ach, was ist das denn hier? Okay, 2 zieht es ab. So. Du hast mich wieder besiegt. 100. Okay, dann verpissen wir uns direkt wieder. Obwohl es ist jetzt eigentlich scheißegal, wenn es stirbt. Ob wir es noch bis dahin schaffen? Dass es nicht stirbt. Wir haben es geschafft, ohne dass es stirbt. Das ist ja der Burner. Das war doch recht weit, der Weg. Aber nun gut.